Herzlich willkommen bei ImmoScout. Wohnen, Weiterdenken zu unserer Rubrik Meet and Greet. Begrüßen möchte ich heute Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Leiter Immobilienmärkte und Finanzmärkte. Und begrüßen möchte ich heute auch Dr. Christian Osthus, stellvertretender Geschäftsführer des Immobilienverband Deutschland. Dr. Osthus, wie teilen sich denn zukünftig Verkaufende und Kaufende zukünftig die Provision? Was sind die möglichen Provisionsmodelle, die es dort gibt? Also die Provisionsmodelle sind im Grunde genommen, es gibt im Wesentlichen zwei Modelle. Es gibt einmal den Doppelmakler und es gibt einmal die einseitige Interessensvertretung, also das Bestellerprinzip. Mhm. Ja, also das Bestellerprinzip ist ja im Grunde genommen, steht ja für die einseitige Interessensvertretung. Das gibt es künftig auch. Bei der Doppeltätigkeit, da wird es künftig eben so sein, wenn der Makler für beide Parteien tätig ist, dann müssen beide eine Provision in selber Höhe zahlen. Das heißt also, wird zuerst mit dem Verkäufer eine Provision in Höhe von 3% plus Umsatzsteuer vereinbart, dann muss auch der Makler mit dem Käufer 3% vereinbaren. Er kann nicht 2% vereinbaren, er kann aber eben auch nicht 4% vereinbaren. Und gelingt es dem Makler jetzt mit dem Verkäufer nur eine Provision in Höhe von 2% zu vereinbaren, so bleibt eben auch der Verhandlungsspielraum begrenzt mit dem Käufer ebenfalls auf 2%. Und das ist die eine Möglichkeit. Das ist im Grunde genommen auch so für mich so eigentlich der Kern der Neuregelung. Der Gesetzgeber sagt ja jetzt nicht, die Maklerprovision muss jetzt x% betragen oder darf nicht höher sein als x%, sondern wir haben eben diesen Mechanismus der wechselseitigen Begrenzung. Mhm. Dann haben wir die einseitige Interessensvertretung. Da ist eben einer der Grundfälle, der Verkäufer beauftragt den Makler und zahlt ihn alleine. Oder der Käufer beauftragt den Makler alleine und bezahlt ihn auch alleine. Jetzt haben wir aber hier eben noch eine besondere Regelung, die jetzt dazugekommen ist und die sagt, wenn jetzt beispielsweise der Verkäufer den Makler alleine beauftragt, dann war es früher möglich, dass er eben sagt, ich beauftrage zwar den Makler, der Käufer soll aber die Provision alleine zahlen, ohne dass der diesen Makler selbst mit einem Maklervertrag beauftragt. Mhm. Und hier sagt jetzt der Gesetzgeber, diese Möglichkeit soll auch künftig weiterhin möglich sein, aber die Provision, die abgewälzt wird oder an der sich der Käufer beteiligen kann, die ist auf 50% begrenzt. Das heißt also, der Käufer kann nur 50% oder maximal 50% der Provision übernehmen, die der Verkäufer versprochen hat. Es kann aber auch weniger sein. Also es kann auch sein, dass der Verkäufer letztlich 80% zahlt und der Käufer sich mit 20% beteiligen soll oder 90-10. Also jedenfalls, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist da eben nur zu wissen, es können nicht mehr als 50% auf den Käufer in Anführungsstrichen abgewälzt werden. Die Höhe der Provision ist weiterhin frei verhandelbar. Also stärkt das die Position des Verkaufenden oder des Kaufenden? Also das kommt drauf an. Also in Märkten, wo wir jetzt eine hohe Nachfrage nach Immobilien haben, da ist es so, dass hier der bisher vielleicht schwächere Käufer hier gestärkt wird, weil der Verkäufer für den Käufer mitverhandelt. Ja, also das heißt, der Verkäufer hat vielleicht ein Interesse, eine etwas geringere Provision zu zahlen und sagt also, verhandelt mit dem Makler eine Provision. Und das, was eben der Makler mit dem Verkäufer verhandelt, gilt dann auch für den Käufer. Also deswegen gehen wir auch davon aus, dass eben hier ein deutlich höherer Wettbewerb eben die Folge sein wird der Neuregelung und dass die Immobilienmakler jetzt eben mehr ihre Leistung in den Vordergrund stellen müssen, um eben eine adäquate Provision zu verhandeln. Vielleicht machen wir es da mal konkret. Wir hatten uns das für Köln mal genauer angeschaut. Und in Köln ist der Anteil derjenigen Provisionen, die über 3,57% lagen, auf 25% gewachsen. Also 25% der Provisionen lagen über diesem Satz. Diese 4,76% oder 5,9% sogar. Das heißt, was passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass die Verkäufer wahrscheinlich zunehmend weniger Provision zahlen mussten. Das wurde ja teilweise auch offen beworben, dass man auch teilweise ganz ohne Provisionszahlung verkaufen kann über den Makler und auf der anderen Seite der Käufer stärker belastet wurde. Ganz einfach deswegen, weil die Gebäude natürlich knapp sind. Das, was das wirklich knapp war für die Makler, war überhaupt an die Gebäude, an die Wohnungen ranzukommen, die man verkauft.
verkaufen kann. Auf der anderen Seite stellt man aber fest, dass es eine sehr hohe Nachfrageüberschuss gab. Und in Märkten wie Köln, aber auch in anderen Märkten, ist dann tatsächlich die Provision deutlich stärker gestiegen. So, und das ist natürlich zukünftig nicht möglich. Und gerade in solchen belebten Märkten wie Köln, aber auch Berlin, erwarte ich dann schon, dass wahrscheinlich die Provisionen deutlich nach unten gehen werden. Dass die Verkäufer natürlich nicht bereit sein werden, jetzt zu sagen, wir zahlen weiterhin 3% netto, wie das vielleicht früher mal vorgesehen war, sondern deutlich darunter gehen werden. Wie sich das natürlich darstellt am Anfang, das wird man sehen. Eine Befürchtung bei den Maklern ist ja, dass vielleicht viele dann auch erstmal ganz ohne Makler verkaufen werden. Das kann durchaus passieren. Ich glaube aber, dass vielfach dann die Menschen, die Verkäufer wieder zu den Maklern zurückkehren werden, weil sie einfach sagen, naja, das ist deutlich leichter, das ist deutlich professioneller, wenn ich tatsächlich über den Makler verkaufen kann. Im Übrigen, das auch noch mal als Hinweis, Sie hatten gesagt, 40% werden über Makler verkauft. Im Ausland teilweise, da wo wir das Bestellerprinzip haben, da sind es teilweise 90%, die über den Makler laufen. Mir hat in den Niederlanden ein Marktteilnehmer gesagt, also wenn da Wohnungen, das gilt auch das Bestellerprinzip, wenn dort Wohnungen ohne Makler verkauft werden, dann sind die Käufer sehr, sehr kritisch. Die sagen, da stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Da ist irgendwas, was ein Makler anscheinend nicht in sein Programm nehmen möchte. Und von daher, glaube ich, muss man das auch sehen. Die Preise werden mitunter sinken, aber möglicherweise die Marktabdeckung wird auch deutlich steigen. Also das kann auch für viele Makler im Endeffekt bedeuten, dass man vielleicht sogar mehr Geschäft macht. In Holland übrigens, nur vielleicht da noch ein ganz kleiner Satz zu. Also wir haben uns das damals genau angeguckt. Unser Präsident, Herr Schick, und ich sind damals nach Holland gefahren, nach Irland gefahren und auch nach Österreich, um uns mit Marktteilnehmern dort vor Ort mal auszutauschen. Weil wir immer gesagt haben, dieser Vergleich Holland-Deutschland, der wird immer gerne ins Feld geführt. Aber wie gesagt, wie ist das jetzt eigentlich wirklich? Und da haben wir über mehrere Tage dann eben mehrere Termine am Stück gehabt mit verschiedenen Marktteilnehmern. Und in Holland gilt das Bestellerprinzip nicht. Es wird gelebt, richtig, genau. Es hat sich dort im Grunde genommen etabliert. So wie sich in Deutschland über Jahrzehnte oder im letzten Jahrhundert eben die Doppeltätigkeit etabliert hat, also das Selbstverständnis des Maklers, für beide da zu sein, so hat sich eben in Holland die einseitige Interessensvertretung etabliert. Aber es ist nicht so, dass der Gesetzgeber in Holland gesagt hat, wir wollen jetzt hier ein Bestellerprinzip haben. Frage an Herrn Dr. Osthus, braucht es zukünftig weiterhin eine prozentual vom Immobilienpreis abhängige Provision? Also es steht nirgendwo geschrieben, dass es eine prozentuale Abhängigkeit geben muss. Es hat sich nun mal so in Deutschland entwickelt. Ja, es gibt Regionen, strukturschwache Regionen, beispielsweise in Sachsen oder in Thüringen, da wird nicht nach Prozent abgerechnet. Da gibt es Festpreisprovisionen, weil da die Objekte, da liegen die Kaufpreise bei 20.000, 30.000 Euro. Wenn Sie da mit 6% rangehen, dann können Sie als Makler nicht überleben. Das heißt, da gibt es Festpreisprovisionen. Und auch in anderen Regionen gibt es Festpreise. Und es gibt auch die Möglichkeit, heute bereits eine Provision zu vereinbaren und einen Aufwendungsersatz. Makler können auch als Immobiliendienstleister, als Berater fungieren. Aber all das hat sich im Grunde genommen nicht durchgesetzt, sondern es hat sich eben etabliert. Und offenbar ja auch aus gutem Grund, dass man hier eben die prozentuale Abhängigkeit vom Kaufpreis wählt. Denn der Staat macht es ja selbst so. Ja? Also die Grunderwerbsteuer ist prozentual, die Notarkosten sind prozentual und die Grundbuchkosten letztlich ja auch. Ja? Also auch wenn es da eine Gebührenordnung gibt. Aber letztlich orientiert es sich eben an der Höhe des Sachwertes. Aber halten Sie es für denkbar, dass es zukünftig eine Lösung gibt, dass Makler bestimmte Objekte zu einem bestimmten Festpreis vermarkten? Zukünftig mit der neuen Regelung, durch die neue Regelung? So wie es das bisher schon gab, wird es das sicherlich künftig auch geben. Zu bedenken ist allerdings da auch wieder, wenn ich jetzt beispielsweise mit dem Verkäufer eine Festpreisprovision vereinbare, also sagen wir jetzt von 5.000 Euro, mich aber auch vom Käufer beauftragen lassen will, dann gilt natürlich diese 5.000 Euro, das ist dann auch der Korridor, in dem ich dann mit dem Käufer die Provisionsregel oder Vereinbarung treffen kann. Eine Frage noch weiter zu dem Thema. Glauben Sie, dass das neue Gesetz dazu führen wird, dass der Verkaufende die Provision, die er zu zahlen hat an den Maklern, zukünftig auf den geforderten Kaufpreis draufschlagen wird? Nein, und zwar deswegen nicht, weil jeder Käufer hat ein bestimmtes Budget.
Ja? Mhm. Und also das heißt, ich habe nicht eine Tasche für Kaufpreis, eine Tasche für Grunde, für Nebenkosten, sondern ich habe ein bestimmtes Budget. Klar setze ich das zusammen aus dem, was ich finanzieren kann und dem, was ich jetzt vielleicht an Eigenkapital habe. Aber letztlich habe ich ein bestimmtes Budget. Und dieses Budget, das muss auch der Verkäufer bei seiner Preisfindung mit berücksichtigen. Ja, das, er kann ja nicht sagen, ich konzentriere mich jetzt nur auf den Kaufpreis und lasse alles andere außer Betracht. Dann läuft er ja das Risiko, dass er seine Immobilie nicht verkauft, weil eben dann eben es nur noch zu wenige Leute anspricht, also oder möglicherweise gar kein Käufer mehr anspricht. Und im Übrigen muss man ja auch sagen, die Banken spielen da ja auch eine Rolle. Ja, also die Bank finanziert ja keine willkürlichen Preise, sondern die Bank finanziert ja nur das, was ja als Beleihungswert festgelegt wird. Mhm. Und nicht darüber hinaus. Also das heißt, also auch da sind Grenzen gesetzt. Und da muss man ja auch mal sagen, wenn ich jetzt das einfach schon draufschlagen könnte, dann hätte ich es ja auch bisher ja machen können. Ja, also das, was ja der Makler jetzt dann sozusagen eingepreist wird, das hätte ich mir ja auch als Kaufpreis Erhöhung ja auch selbst in die Tasche stecken können, ohne dann einen Makler zu beauftragen. Also deswegen, ich glaube nicht, dass es groß aufgeschlagen wird und auch deswegen nicht, weil es keine Immobilienpreise sind, keine, sagen wir mal, es gibt kein, ist nicht vergleichbar mit dem Ölpreis. Ja, also man kann nicht sagen, ein Quadratmeter Immobilie ist jetzt, sind jetzt x Euro, sondern das ist individuell. Wir wissen ja auch gar nicht, ob der Kaufpreis jetzt der richtige ist. Ob der zu hoch ist oder zu niedrig ist, sondern das entscheidet im Grunde genommen immer der Markt. Dann gebe ich die Frage mal weiter, Herr Vogtländer. Was ist da Ihre Vermutung? Ja, Ostus hat es sehr schön erklärt. Ne? Also man orientiert sich natürlich an den Gesamtpreis inklusive der Nebenkosten. Und die Begründung ist natürlich überzeugend. Also wenn tatsächlich die Möglichkeit bestehen würde, da weiter etwas zu geben, dann wäre das auch in der Vergangenheit schon gemacht worden. Also da wird sich nicht viel dran tun. Ich glaube natürlich schon, dass die Provisionen insgesamt etwas runtergehen können. Dann wird man sehen, ob das teilweise in den Kaufpreisen landet. Allerdings muss man auch immer sehen, und das hat er auch schon gesagt, der Immobilienpreis ist natürlich nicht, also was der wahre Immobilienpreis ist, das ist immer auch eine Verhandlungssache. Da gibt es immer Spielräume. Die Banken sind da auch nicht ganz so streng mit dem Beleihungswert. Der ist natürlich auch eine subjektive Größe. Ja? Und vielfach liegt man auch noch in einer Spannbreite, die Banken auch noch akzeptieren werden. Also ich glaube, da wird sich nicht so viel tun durch die Neuregelung. Das ist meine Einschätzung da. Ich möchte aber, weil er hat zweimal diese Doppeltätigkeit angesprochen. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Argument. Und das wurde auch immer wieder ins Feld geführt. Warum sollten wir kein Bestellerprinzip haben? Ich glaube, dass es wirklich Makler gibt, die das leben. Ja, die das wirklich auch, die dann auch Services anbieten für den Käufer, die sich zum Beispiel um die Finanzierung bemühen, Ähnliches oder auch eine echte Beratung machen. Aber es gibt eben auch viele, und das ist eben auch das subjektive Empfinden vieler Käufer, die sagen, naja, der Makler ist in erster Linie derjenige, der den Verkäufer unterstützt. Mhm. Ja, der ist nicht unbedingt für mich da. Ne? Der möchte vor allen Dingen auch, der hat natürlich auch ein Interesse an durch die prozentuale Kopplung. Das widerspricht aber der Erfahrung in Holland, wo man sagt, wenn ein Objekt nicht über den Makler verkauft Da komme ich gleich noch zu. Ne? Also tatsächlich hat natürlich der Makler auch ein Interesse, zum möglichst hohen Verkaufspreis zu verkaufen, das ist ganz klar. Deswegen so ganz überzeugend ist diese Doppeltätigkeit in der Regel nicht. Ich meine, auch bei einem Schmuckhändler erwarten wir ja schon, dass ein guter Schmuckhändler sagt, das steht Ihnen oder das steht Ihnen nicht. Auch wenn ich den jetzt nicht besonders für diese Verkaufsleistung bezahle, sondern ich zahle den Gesamtpreis. In anderen Ländern ist es dann teilweise so geregelt, dass dann auch der Käufer durchaus einen eigenen Makler einschaltet. Ja? Und der zum Beispiel auch eine Provision erhält in dem Maße, wie er den Preis runterhandeln kann. Ja? Also in Großbritannien ist es durchaus üblich, dass ich dann eben meinen eigenen Makler in die Verkaufsverhandlung schicke und der kriegt dann noch 20% dessen, was er raushandelt. Das wäre ja durchaus auch eine Möglichkeit gewesen. Und das ist dann eine echte Interessensvertretung auch der Käuferposition und wäre natürlich auch in Deutschland durchaus ein Betätigungsfeld für die Makler gewesen. Also ich glaube, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Diese Idee der Doppeltätigkeit, das hängt halt sehr stark von dem Goodwill auch der Makler ab.